Bevor wir da reingehen, skillen wir aber erstmal. Kann der Schild was? Hat keine Sockel. Angriffstempo plus 8. Ja. Ja, nee. Okay, Reiten, Handel, Feuermagie. Ich brauche auf jeden Fall Feuermagie ein Level höher, das geht. Dann hätte ich schon ganz gerne irgendwie mehr Schaden, wenn ich ehrlich bin. More Damage ist irgendwie nett. Alter. Mentale Regeneration ist da prinzipiell auch okay. Achso, Moment, das erhöht auch den Schaden der eigenen Zauber, ne? Ja, dann weiter mentale Regeneration. Mehr Damage ist wichtig. Das ging erstaunlich gut. Grundsätzlich könnten wir auch mal überlegen, ob wir nicht den Feuerball noch ein bisschen höher leveln. Auch die Flammenspirale kann prinzipiell noch höher. Die Frage ist, wie viel Regenerationszeit da dann draufgeschlagen wird. Das Schöne ist, die Fernkämpfer haben hier in diesem relativ kleinen Dungeon nicht so viele Möglichkeiten auszuweichen. Andererseits halten die Flammenspiralen auch irgendwie überhaupt nicht. Okay. Also dann doch zurück zum Feuerball. So, Wilbur geht mal wieder schlafen. Das kann der ja am besten. Erfolglose Schuhe. Na, die muss ich haben. Morscher Magierstab. Nicht so. Billige Armschienen. Das klingt auch einfach schon so nach Schrott. Man will es einfach nicht mitnehmen. Ich glaube, das Problem, was ich im Moment so ein bisschen mit Sacred habe, ist auch, dass man natürlich inzwischen, so 15 Jahre später, einfach dann irgendwie doch ein anderes Tempo, sag ich mal, gewohnt ist bei dieser Art von Spielen. Aber das kann man dem Spiel natürlich nicht vorhalten. Es ist nun mal alt. Das ist dann eher so mein persönliches Problem. Gott, wie viele Löwendolche soll ich denn noch finden? Warum geht's hier nicht auf? Scheiße. Hab ich nicht irgendwo einen Schlüssel gefunden? Also vor Ewigkeiten schon? Für was war der eigentlich gut? Ich muss wahrscheinlich erstmal mit Magdalena sprechen, ja? Ihr Götter, seid ihr die Rettung? Bringt uns hier raus! Ihr Anführer trägt den Schlüssel für diese Zellen am Leib. Tötet dieses widerwärtige Schwein. Okay, kann ich da jetzt rein? Offenbar kann ich jetzt mal die Tür zumachen. Darf ich jetzt? Ah, jetzt darf ich, okay. Im Gegensatz zu allen anderen Leuten hier darf ich ihn nicht grundlos umbringen. Schlüssel. Tränke, Gold, ja, gekauft. Vergammelten Handschuhe können da ruhig liegen bleiben. Oh Gott, die eiern mir doch jetzt bestimmt gleich alle hinterher, oder? Ah, nicht doch. So, kommt ihr auch mit, oder wollt ihr nicht? Wie komme ich denn hier nochmal raus? Noch was Spannendes? Ne, das war alles nur der Schrott, ne? Das bisschen Gold ist jetzt auch nicht so wichtig. Wo ging es doch hier gleich raus? Ach, da oben. In die Kiste gucken wir erst noch. Gott, mein Kampfmagier ist heiß. Ihm rennen die Frauen quasi nur so hinterher. Natürlich spawnen hier jetzt direkt Trolle. Natürlich. Und ein Wolf auch noch dazu, ganz klar. Stampfsprung, das klingt super. Oh, wirklich.
Schwingen ist doch garantiert für eine Seraphim. Na, wenigstens ziehen die Frauen keine Aggro, das ist ganz okay. Jetzt innerhalb von 3 Sekunden umgeklopft werden würden, wäre das schon hart anstrengend. Nicht, dass sie so enden wie Wilbur. Naja, ich gehe hier ja schon hin, sonst rasten wir doch eher aus, oder? Okay. Oh, wie ich diesen ländlichen Geruch verabscheue. So, wer, du wolltest was. Bitteschön. Einmal eure Frauen. Toll, dafür kriege ich Reiki. Wirklich? Das hat sich irgendwie nicht so richtig gelohnt. Wenigstens ist hier der Händler gleich in der Dorfmitte. So, das weg. Das weg, das weg, das weg. Das weg. Rest behalten. So, was haben wir hier eigentlich noch an unseren Skills? Feuerball, den lerne ich jetzt einfach mal. Das ist okay. Alright, dann, wie sieht's aus? Wie viel Schaden macht er jetzt? Ja, okay, 0,6 Sekunden Regeneration ist schon okay. Da kann im Zweifelsfall auch noch mehr drauf. Okay, hier wollte ich nicht hin, hier wollte ich gucken. Nach da irgendwie. Na gut, dann schauen wir doch mal, wie wir irgendwie nach da kommen. Also hier oben lang? Ah, hier ist auf jeden Fall noch ein Dicker. Ihr habt nur einen. Den Eindruck, ihr seid etwas Besonderes. Wo habt ihr studiert? Hi. Bei den Großen sieht das wenigstens noch dekorativ aus, wie sie umfallen. Kann der Jadering irgendwas? Nein. Danke. Ich hätte ihn wahrscheinlich gut verkaufen können, aber ganz ehrlich. Was soll's denn? Portal. Sehr schön. Okay, das ist jetzt welches? Ich gehe mal kurz nach Mascarell und das ist jetzt... Diese Region ist befriedet. Ah, Eisbachpass ist das, alles klar. Diese Region ist befriedet. Oder galt das noch für das Gebiet, wo ich eben war? Weil hier ist alles andere als befriedet. Veredelter Dolch des Löwen. Wie viele von diesen Dingern gibt es? Das ist doch ein China-Produkt. Kann doch keiner erzählen. Heiße Beinschienen der Herrschaft. Das klingt irgendwie auch mehr nach einer Sexklamotte, aber... Was können die denn so? Angriffstempo, Meditation, Flammenhaut? Ja, okay, ein Sockel. Das sieht ganz nett aus. Die möchte ich haben. Und dann sockeln. Ihr wollt, dass wir als Verstärkung zu Prinz Valor stoßen, um die Orks am Lindwurmpass aufzuhalten? Tja, es scheint, als ob der Trottel Valor selbst mit seinen Orks fertig werden muss. Zu dumm, dass ihr den Ring seiner Exzellenz, des Baron de Modres, brachtet, der besagt, dass ihr seinen Plänen im Wege steht und nun sterben sollt. Tötet sie! War ja irgendwie klar. Na komm. Ihr wollt es doch alle. Na komm, du auch. Gott, Level 8. Es ist so süß. Wollt ihr nicht einfach gehen? Ich meine... Gott, bin ich Wilbur jetzt los? Ich hatte ihn ja inzwischen fast ein bisschen lieb gewonnen.
Okay, was passiert jetzt? Oh Gott. Okay, sieht so aus, als hätten wir den ersten Akt durch. Hat auch gar nicht lange gedauert. Verrat! Warnt den Prinzen, dass die Schlange der Mordrei keine Truppen senden. Ruhe sanft, Wilbur. Ich werde deinen Tod nicht ungesühnt lassen. Funkles Amulett im Mutin. Jetzt muss ich wahrscheinlich ganz nach Süden, ne? Ja, die Taste wollte ich. Ne, natürlich. Wobei, da kommen wir relativ zügig hin. Da können wir ein Portal nehmen. Das ist okay. Funkelndes Amulett. Erwarteter Schutz 55. Ja. Also ja, aber es hat sonst irgendwie nichts. Das ist so. Auf jeden Fall noch Pferde rum, aber die sind alle langsamer, ne? Ja. Nun denn. Dann nehmen wir doch mal das Portal. Oder auch nicht. Wir nehmen das Portal. Nach wo denn eigentlich? Proto Vallum ist ja... Was ist denn das da eigentlich? Welcher Ort ist das? Ist das Mascarell? Tatsächlich. Viele andere Möglichkeiten hatten wir auch nicht. Ja, natürlich. Reite neben die Brücke. Alter, kannst du bitte auf die scheiß Brücke reiten? My goodness. Greift mich hier ernsthaft wer an? Oh Gott, die sind Level 18, ja, okay. Ach, komm schon. Lasst mich doch einfach in Ruhe. Hate the message, not the messenger. Dann müssen wir darüber? Eigentlich nicht, ne? Hallo? Ich stecke fest. Ah, jetzt nicht, okay. Eigentlich müsste der Fluss hier irgendwo zu Ende sein und dann müssen wir da nur drum rum. Müssen wir da irgendwo rein? Sieht ein bisschen so aus. Nee, müssen wir nicht. Storch! Storch, jetzt hast du es ihm aber gegeben. Katarakt der Wendigkeit für den Kampfmagier, okay. Ja, nee. Also ja, aber nee. Passieren wollt ihr? Und ihr habt keinen Passierschein von Baron de Maudray? Dann müssen wir euch leider liquidieren. Na, ja, schade. Du stehst unserem Herrn nicht im Wege. Der Nächste. Ich will die zweite Feuerspirale sogar sparen können. Geflammtes Amulett könnte interessant sein, schwacher Heiltrank könnte interessant sein und das bisschen Gold könnte auch interessant sein. Vielleicht kann der hässliche Stab sogar was. Nein, der ist einfach zu groß. Das macht leider auch nur Flammenwiderstand und ist für die Seraphim zudem und bringt mir nicht Feuerschaden, wie ich irgendwie gehofft hatte. Wo muss ich jetzt hin? Nee. Nach da ganz unten. Skelette. Endlich mal neue Gegner. Dankt mir für euren schnellen Tod. Okay. Ist
Lebt hier noch was? Man erkennt so wenig. Also nicht hier, aber komme ich hier irgendwie raus? Ich würde gerne weiter nach Süden. Geht das hier? Ich sammle erstmal wieder ein paar Gegner, dann lohnt sich das hier wenigstens. Es hat so ein bisschen was von Diablo 2 Q-Level. Erstmal so die ganzen Gegner zusammenhorden und dann einfach reincasten. Giftdämon, Giftring. Okay, es ist offenbar ein Skill. Wo bin ich denn hier? Ach so, da komme ich. Okay, da komme ich automatisch dahin, wo ich hin möchte. Das ist doch total super. Die Goblins kämpfen gegen die Skelette? Okay. Aber Hauptsache alle gegen mich. Edler Magierstab des Rinnsals. Das klingt nicht sehr lecker. Einhand, Zweihand, Einhand. Angriffstempo, Regeneration, Zauber. Ja, aber der Feuerschaden fehlt da drauf. Aber ist der Schaden dann. Mal gucken. 176. Das ist nichts für mich. Wie, es ist nichts für dich? Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie und vor allem, warum ich diesen Gegenstand benutzen sollte. 155, ja, das ist... Ach, der ist... Oh Gott, ja, okay. Ich dachte, das Ding ist so klein, das ist... okay, das ist Zweihand. Dann ist das leider eh nicht zu gebrauchen. Ohne Schild gehe ich hier nicht aus dem Haus. Könnte ich zwar im Zweifelsfall wahrscheinlich auch. Oh, Level Up, sehr schön. Muskete. Ich weiß nicht, irgendwie. Einfach mal überall so eine Flammenspirale reinkasten, das passt schon. Irgendwo muss die XP ja herkommen. Schütze, kann man da stehen bleiben, wo er steht. Irgendwas Hochwertiges. Ja, du musst jetzt natürlich auch ganz dringend ernsthaft, und dafür kriege ich dann keine XP, ihr wollt wieder verarschen. Muss ich denn eigentlich noch nach Süden laufen? Ich laufe ja doch schon gefühlte Stunden. Sonst ist hier immer irgendwie alles dicht bei dicht und direkt nebeneinander. Ich meine, ich finde es gut. Einfach mal wieder ein bisschen freie Ebene und gegen Viecher kämpfen, das fehlte mir irgendwie in den letzten 3 Spielstunden so ein bisschen. Ja, irgendwie so Dorf an Dorf und Höhle und so ein bisschen offene Ebene, finde ich gut. Mag ich. Ich wundere mich nur gerade. Oh Gott, das ist voll weit weg. Das ist richtig weit weg. Krass. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall noch ein paar Meter gehen. So, nebenbei auf das Monster-Level achten. Nicht, dass die hier irgendwie... Wir sind jetzt 20, ja, okay. Nicht, dass die hier irgendwie spontan 3 bis 5 Level höher sind auf einmal und dann... massiv auf die Fresse geben. Ich dann so one-hitten auf einmal. Wie der Drache, der leider nicht in der Aufnahme war, was mir auch immer noch ein bisschen leid tut. Schildfall benutzen wir eigentlich nur in der Kombo, ne? Das heißt, das können wir locker lernen.
richtig gut. Hier nochmal wegtoasten. Na kommt. Wieder einen schönen kleinen Haufen. Und verbrennt! Niederes Pack. Ach ja. Ich will hier nur durch, aber dadurch, dass die mir alle hinterherrennen. Oh, Attacke und zerstörter Schild. Aber ein magischer zerstörter Schild. So magisch. Hm. 22. Hoffentlich kriege ich da diesmal die XP für. Nicht wieder irgendwer. Sieht gut aus. Sehr geschmeidig. Ich habe gesagt, sehr geschmeidig. Ich weiß ja nicht. Life Leech ist schon ziemlich super, muss ich sagen. Was ich sonst an Tränken saufen würde, will ich gar nicht wissen. Zombies, hallo. Und Kakteen. Noch nicht. Irre. Müssen die so grün wegplatzen? Irre, die vergiften mich. Nicht geil. Na gut, war irgendwie zu erwarten. Okay, wie weit sind wir? Ah, wir sind da. Okay, na dann machen wir das eben nochmal. Weiß gar nicht, was ich überhaupt machen muss. Muss nur irgendwo hin. Kein Sand der Welt mag diesen Leichengeruch überdecken. So, nicht, dass der uns noch hinterherkommt. Mein Leben neigt sich dem Ende. Bringt mir Wasser. Die Packpferde haben Wasser. Ihr seid dehydriert, Travel. Sterbt nicht. Ich hole euch Wasser. Wartet mal eben mit dem Sterben. Ich hab da noch was für euch. Alright. Anna, komm, das machen wir nächste Folge. Wer weiß, was sich da noch alles irgendwie mit dranhängt. Von daher speichern wir. Da kommen noch Städte. Aber das wissen wir eigentlich auch schon. Da waren wir auch schon. Okay, von daher speichern wir jetzt hier erstmal und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zugucken. Skille eben nochmal. Ich kann eine neue Fertigkeit lernen, das finde ich ziemlich super. Was möchte ich denn? Was macht denn Konstitution? Erhöht Lebensenergie. Ja, gib mir Konstitution, bitte. Dann Feuermagie. Und Magiekunde. Und eigentlich auch noch ein Punkt auf Konstitution, das geht klar. Stufe 20, das ist doch eigentlich alles hübsch. Aber wir sind sogar schon fast 21. Was willst du jetzt noch? Ach, ich habe hier noch einen Punkt über, okay. Dann packen wir den doch auf mentale Regeneration, wie alles gefühlt. Finde ich das gut? Unter 5 Sekunden. Das finde ich sehr gut. Okay, dann, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Einen angenehmen Tag wünsche ich noch. Und dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.